Wir wollen Varuna Point zu Ende erkunden. Dafür müssen wir aber erstmal Inventar lernen. Könnte ich eigentlich Neues einmachen? Nicht, dass auf einmal nichts mehr da ist. Das will ich ja nicht. Ich weiß nur immer noch nicht, ob ich jetzt nach oben muss. Oder nach unten. Ist alles sehr komisch hier. Es kann so nicht gehen, würde ich sagen. Also ich bin mir zu 90% sicher, dass es unten weitergehen wird. Oder hier so irgendwo. Hier da schon mal ein Loch. Gleichzeitig Taucherflaschen und sowas machen. Vielleicht smarter. Hier war ich schon. Scheiße. Scheiße, hier war ich schon. Ich glaube, ich muss sogar die Taucherflasche machen, weil sonst schaffe ich es von der Luft her nicht. Ja, komm, ich mach mir eine Taucherflasche und dann. Und dann geht's weiter mit dem Erkunden. Kopfbrühe, lecker. So, was braucht man denn für alles für eine Flasche? Eine leere Flasche auf jeden Fall, okay. Wo ist sie denn? Sechsmal Kunststoff. Und ganz viel Glibber. Und Seite. Dann mache ich mir gleich zwei. Komm, ich mache mir gleich zwei. Was zählt denn für die Flasche jetzt noch? Ja. War ich auf Flossen? Lohnt sich nicht so. Okay, man kann zwei Sachen ausrüsten. So, wie viel länger hältst du? Mal gucken. Mal. Waffen, alles okay, gut. Oh ja, kann viel weiter tauchen. Nett, dass du vorbeischaust.
Okay, das ist jetzt ganz schlecht, weil ich habe immer noch keinen Eingang gefunden. Der Junge, der Scheißhai, Alter. Kann er nicht mal aufhören? Er ist beim Raft einfach. Wo ich hier vom Hai getötet werde. Geh ich lieber raus. Hosenwasser. Das kann doch nicht sein. Muss hier doch irgend. Ach. Natürlich. Gibt halt eben Leute, die sind zu blöd für ein Spiel. Wie ich. Gestern ist ein Mann angekommen, der mit Puppen spricht. Ich fand seine laute Diskussion unterhaltsam. Krabber gesagt. Vielleicht vermisse ich die Gesellschaft auch ein bisschen. Der Mann kletterte mit einer Satellitenschüssel hoch in den Kran. Er rief in seinem kleinen Funkgerät nach Astrid. Es sah erfolglos aus. Ich habe vielleicht einer seiner Puppen gestohlen. Miranda ist ihr Name. Mutter Miranda? Der Mann ist vor einer Stunde gegangen, nachdem er den ganzen Tag deswegen ausgeflippt war. Ha, heutzutage gibt es so viele seltsame Leute. Mutter Miranda an Raft? Du Scheiße. Vielleicht mal Folgentitel, wenn nichts Gutes jetzt noch passiert. Gutes meine ich noch nicht. Nicht gut, cool. Geht das? Ja. Ach, muss man. Ach du Scheiße. Ey, nee. Nicht den Bogen nehmen. Kannst auch treffen, übertreiben mit dem Nicht-Treffen. Pfeil war nutzlos, nur Bogenverschwendung. Ach, ja. Sieht hier so komisch aus, gibt's hier irgendwas? Nö. Erstmal schon ganz tief fallen. Gefällt mir. Durch auf die Planke da. Scheiße. Ach du Scheiße. Drüben ist auch nichts mehr. Okay. Dann weiter nach oben. Ey, Mann, warum macht ihr so viele Jump'n'Runs hier? Oh Gott, nett runterfallen. Ein Vögelnest. Ohne Inhalt, okay. Wo kommst du denn her? Das war so eine Riesenratte. Na gut, mein Schutz ist fast komplett weg jetzt. Okay, hier gibt es wieder Glas und Bolze. Zu langsam mal wieder Clipper machen, hatte ich letztens ordentlich verschwendet. Auf geht's nach oben. Ein Kranschlüssel. Mann. Warum ist die Musik wieder weg, Alter? Ich versteh's nicht. Ich hab doch in den Einstellungen. Audio. Audio Session. Big Titel. Eine mach ich mal. Immer wenn ich spiele, ist keine Musik da. Ich verstehe es nicht.
Kokosnuss, ja, schön. Warum will Raft mich so hart verarschen? Elektrogrill? Nice. Wenn Leute vorbeikommen, bleiben sie nicht lange. Wieso denn? Wahrscheinlich, weil ich ständig ihre Sachen klaue. Da ist auch der Körper. Heute waren es ein Mann namens Ruben und ein Junge namens Detto. Ah, die kenne ich noch. Sie gerieten in einen Sturm und brauchten Nachschub. Als sie schliefen, habe ich eine ganze Reihe von Werkzeugen geklaut. Primitives Zeug, aber trotzdem gut. Ey, am Morgen waren sie so ausgeflippt, dass sie sofort davon gesegelt sind. Urkomisch. So ein Arsch. Scharniere und Schrott. Wo ist der Krabber jetzt? Das weiß niemand. Wo komme ich denn eigentlich her? Von da drüben. Es sieht jetzt noch höher. What the fuck? Junge. Oh, ganz viel Schrott und Metallwaren. Schöner Loot, aber nicht runterfallen. Aua, ich habe mich die Beine gebrecht. Bam. Aber ich wollte abspringen eigentlich. So, was haben wir hier Schönes? Ein Scheißfluss. Oh ja. Ja. Endlich wieder Dixies. Lange Zeit keine mehr gesehen. Wo ist denn die Raftmusik? Also jetzt mal ganz ehrlich. Verstehe es nicht. Habe ich ausgestellt oder was? Oder heißt keine Musik? Glaube, keine heißt keine Musik. Das will ich doch einfach nur hören, diese entspannende Musik, der ich mich immer entspannen tue. Und jetzt? Was soll ich denn hier drüben? Jump'n'Run oder was? Nö. Kommt man unmöglich hoch? Oder geht's hier weiter? Habe ich einfach das falsche Gebäude abgesucht? Wäre ja nett. Ich sehe einfach gar nichts. Vielleicht hätte ich mir doch Flossen anfertigen lassen müssen sollen. Ist da etwa Luft? Geht's da etwa weiter? Ich glaube schon, ja, wenn da was ist. Ich würde gerne aber mal zur Luft gehen, ganz schnell. Was ist das denn immer? Schön. Hier ist ein ganzes Paradies. Geh. Geh, 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 geh weg oder was? Geh, geh. Ein Schlüssel zum großen Lager. Super. Sind die eigentlich gefährlich? Böse nur Quallen. Ach, wer kann jetzt nicht erstmal unter Wasser was trinken? Ja, was rumort denn hier immer zu? Da geht's noch ein bisschen tiefer. Da guck ich mal. Wenn ich Luft geholt hab.
Jeder normale Mensch hätte jetzt schon, na, Probleme mit den Ohren bekommen. Aber der Raff-Typ braucht das nicht. Ist eben krass. Beine haben mich verarscht. Ich dachte, hier gibt's was Schönes. So, ich muss nochmal Luft holen. Da, was ist denn das immer zu? Das ganze Spiel wackelt. War ich schon hier oben? Ja, hier oben war ich schon. Drüben vielleicht. Ey Leute, ich habe keine Ahnung, tut mir leid. Hab ich noch nie gespielt hier. War ich noch nicht. Was ist eine schöne Unterwasserwelt hier. Da drüben irgendwo mein Raft. Jedenfalls ist ja alles komisch. Ich glaube, hier ist mein Raft bei den Schatten des Hais gesehen. Wo geht's weiter? Ich habe keine Ahnung. Ich werde vielleicht ertrinken. Ach du Scheiße. Ich schaff's nicht mehr hoch, oder? Hier noch irgendwo Luftbläschen? Nö. Schwimm um dein Leben! Ja, ich weiß, tut weh. Junge, wie tief ist das denn hier, Mann? Oh. Ja, nicht, dass der ertrinkst. Ach, wir sind wieder hier. Daran kann ich mich noch erinnern. Sind wir jetzt doch nicht so falsch, wie ich gedacht hätte. Aber trotzdem. Warum ist jetzt schon wieder die Musik aus? Das Spiel will mich, glaube ich, komplett verarschen. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich glaube, die Quallen sagen mir immer irgendwas. Verschwinden da einfach. Finde ich auch gut. Und spawn einfach random irgendwo. Ach, er könnte durch Wände gehen. Ich könnte es auch gerne. Das wäre echt eine schöne Fähigkeit. Dann wüsste ich wenigstens, wo es weitergeht. Oder zeigen die mir doch den Weg. Was ist das, Alter? Komme ich nicht rein. Lass mich noch mal kurz Luft holen, nachdem ich die Seetangled-Sins hier mitgenommen habe. Ist ja direkt da draufstehen, Alter. Okay. War der vorhin schon da? Habe ich den einfach übersehen? What the fuck? Ja, und jetzt, wo muss ich hin? Hin, Mann? Wo muss ich hin, Mann? Ich war vorhin eins zu tief, glaube ich. Okay, jetzt hat es gerade irgendwie gespeichert, warum auch immer. Ich glaube, ich muss da rennen.
Licht vertreibt den schon. Und die machen mir wahrscheinlich Schaden. Gut. Varuna Pant hat viel zu viele Löcher. Macht sie sich unbemerkt zu bewegen. Heute habe ich einen Hammer geklaut. Gestern habe ich etwas trockenes Fleisch aus dem Vorrat des Vorhangs genommen. Es macht weniger Spaß, Essen zu nehmen, das letztendlich verdirbt. Die Uhr auf dem großmaligen Bohrer bekommen, war ich viel aufregender. Heute Abend will ich etwas noch Besseres ergattern. Hier gibt es auch Luft. Endlich geht's weiter. Hallo, ist da jemand da? Ein Fisch! Guten Tag! Aua! Der Fisch ist aber böse. Beginner Anglerfischhunter. Oh ja. Oh, das ist zwar ekelhaft, aber kann man sehen. Ah. Gegenstände. Überreste. Ja, Junge, Überreste will niemand essen. Ja, was wackelt hier immer so? Ich verstehe es einfach nicht. Wir haben auf jeden Fall noch eine Menge Räume vor uns. Das Klo. Auf dem Klo ist nicht los. Ich habe vorhin auch gesehen, meine Flasche ist fast Schrott. Finde ich nicht so geil. Ich will mir die zweite aufsparen. Nicht gleich verschwinden. Die hat echt lang gehalten, muss ich schon zugeben. Flasche. G steht für Krabber wahrscheinlich. Unten gibt es bestimmt noch was. Nee, hier nicht. Gibt er mir jetzt eigentlich alles? Pflanzenklipper? Nett. Geht mir immer noch. Brauche ich eigentlich. Oh, eine Fernsehkiste. Ja, eine Scheinwerfers. Ich hörte sie heute Morgen über mich reden. Sie nennen mich den Körper. Gefällt mir langsam. Ich habe mein Versteck verlegt. Es ist jetzt höher auf dem neuen Stockwerk, direkt vor ihrer Nase. Der Vorarbeiter beschwert sich über das Fehlen von Kameras. Ha, als wäre das wichtig. Ich würde nicht erwischt werden, selbst wenn die Wände Augen hätten. Ich fange an, gut darin zu werden. Der Krabber. Der krabbt immer so gerne. Gleich noch mal in den Raum, aber ich ertrink sonst gleich. Luft! Luft! Das ist der Hai, als ob. Der hat mich aufgespürt. Oh, Luft, wichtig. War echt eine schöne Küche, muss ich sagen. Okay, was haben wir hier? Shanes, das geht nicht auf. Das geht auch nicht auf, okay. Boah, erschreck mich doch nicht immer so mit deiner Scheiße hier. Mensch. Da geht's oben weiter. Das Geräusch immer, wenn die Tür aufgeht, ist immer richtig cool. Sag nicht, ich bin schon voll. Alter.
Okay, wie machen wir das jetzt? So, wir essen die Melonski. Die Dings, keine Ahnung, was das war. Und die Überreste. Das ist so dämlich mit der Lampe da oben. Wäre es nur die Lampe, wäre es ja okay, aber es sind ja auch die ekelhaften Zähne da dran. Oh, hätte ich beinahe übersehen. Teil eines Scheinwerfers. So, das brauche ich ja nicht mehr. Ah. Pfeil, Flanken und Schrott. Kartoffel. Die war lecker. Ah! Ja, dritte, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Heißt, wie fehlen uns denn jetzt noch? Keine Ahnung, zwei oder so. Man braucht bestimmt fünf. Aber hier gibt es nichts mehr. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Habe ich hier echt nichts übersehen? Ein Scheißhaus vielleicht irgendwas? Ach, da ist ein Schrott. Das wollen wir ja nicht da lassen. Naja. Da habe ich hier noch was übersehen. Bei meinem lieben Freund, der Fisch. Der Viech. Viech. Nö. Wir müssen noch irgendwas bewacht haben. Wäre mal nice to know, wenn man erfahren würde, wie viel man braucht jetzt. Nee, das weiß ich nämlich nicht. Und ich finde es auch nicht. Oder muss ich die Folge doch anders benennen? Ich bin ein Anglerfisch oder so. Das kann doch nicht. Ich muss doch hier noch bestimmt zwei geben. Nee, anscheinend doch nicht. Naja, egal. So, dann schnell mal in die Luft gehen. Atmen. An Land und speichern. Dann sage ich, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.